Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Runde TV. Hier melden sich mal der Kyosi und Tom. Und wir melden uns heute mit einem etwas großen Taschenrechner, nämlich in iPad-Größe so circa. iPad 1. Ja, also. Oder iPad 1 war gleich groß. Ja, also von der Dicke her und vom Design hier. Und den. Ja, herausgefallen. Ja, den werden wir heute mal drop testen, wie der so ist. Der ist schon einmal kurz so aus, was weiß ich, 15 cm runtergefallen. Das ist ja passiert an der Ecke. Hier auch, ja. Das, also, wir werden natürlich das hier unten nehmen und so. Also, ja, wir drop testen den, wie immer. Einmal als erstes Backcover, dann mit der Ecke und dann Face Down. Okay. Heute sagen wir heute, wie gesagt, mit dem Backcover an. So. Aber das Ding ist sehr groß. Ich würde die Kamera ein bisschen weiter wegstellen, damit doch alles drauf passt. Okay, also 3, 2, 1. So, also, oh, ist hier vorne drauf dreckig geworden. Pixelfehler sind keine dazugekommen. Ja, alles in Ordnung. Auf dem Backcover, hier, ist an den Seiten, ist schon Dreck dran gekommen. Und ein paar kleine Kratzer, hier auch, hier. Ja, ist ein Kratzer dazugekommen, das hier oben war ja, wie gesagt, schon, hier. Und, ja, das war so ziemlich, also das hat schon wieder mal gut ausgehalten. Ja. Hier unten ist noch ein bisschen was dazugekommen und so. Ja, da würde ich sagen, gehen wir jetzt zum interessanten Test, nämlich zum Eckentest über. Darauf. Okay, also, Eckentest. 3, 2, 1. Das war jetzt nochmal, wie es aussieht. Backcover. Nee, also wir haben das schon mal aufgeschaut, deswegen ist es hier schon rausgegangen. Ja, es sah nicht so nach Ecke aus. Also hier, das war jetzt so am Abrutschen. Also es ist jetzt ist, so hier aufgekommen. Und ja, das seht ihr hier. Ist hier auch dasselbe rausgegangen. Wo immer das an. Das brauchen wir nämlich richtig für die reale Wirkung. Ich meine, das ist jetzt kein nachgemachtes iPad, das ist wirklich ein Taschenrechner, der so... Für 5 Euro? Ja, der so, also das ist wirklich ein jetzt ein echtes Gerät, sagen wir es mal so, wie wir testen. Das muss ich schon ein paar Mal erklären, naja. Ja, wie gesagt, hier nur sowas passiert. Ich würde mal sagen, wir nehmen jetzt die Ecke nochmal richtig, also wirklich ja. So hier. Nicht nur aufwecken. Na, jetzt. Also, jetzt die Ecke wirklich richtig. 3, 2... Oh! Hier okay, ist jetzt erstmal alles rausgefallen. Mein Feind wird zu sein. Müssen wir das ziemlich sowieso rum hier? Ja. KS könnte sein. Nee, falsch noch. So, muss es rein. Also hier vorne auf der Front ist nicht weiter passiert hier. Ist natürlich logisch, Pixelfehler sind immer noch keine. Sehr schön. Ja, und die Ecke. Ja, also es kommt immer wieder sowas dazu. Ich kann es jetzt. Ja, wie gesagt, also das kriegt man wahrscheinlich nicht gar nicht so gut, oder? Ja, das kriegt man wahrscheinlich gar nicht so richtig hin, richtig auf die Ecke zu kriegen hier. Aber ja, ich würde mal sagen, ich versuche es noch einmal und zwar mit der Ecke hier oben und dann gehen wir zum Face Down. So, also jetzt der letzte Eckenversuch. So, jetzt auf. Der letzte Eckenversuch da dran. 3, 2, 1. Gut, das geht nicht so richtig. Das ist wieder das Teil rausgeflogen.
sonst hier wie riesen Winner, wenn also hier ist kein Pixel wieder dazu gekommen. Aber ja, sonst wie man sieht, eigentlich gut. Ich habe gleich die komplette Schraube mit rausgeholt. Ja, egal. Hier oben ist wieder nur so was Kleines dazu gekommen. Ja. Hier ist das schrankt nur auf. So sieht es dann alle Ecken jetzt getestet. Gut, die Ecke, die ist wie gesagt außerdem noch passiert. Na gut, würde ich sagen, gehen wir jetzt zum. Da ist das Teil. Zum Face Down Test über. Wird aber hier nicht so viel passieren, weil es ist ja eh nur so Plastik und so. Aber es kann sein, dass hier oben das Display springt. Also fliegt. Jedenfalls wird es hochspringen. Face Down 3, 2, 1. Ja. Ich tue das Zeug jetzt hier erstmal da reinmachen. Hau runter, die Videos sind zu viel für sie. Ja. Oder Windvideos. Ja, das ist heute ein bisschen. Etwas. Ja. So sieht es aus, ja. Ich mache das erstmal dazu. Boah, also hinten ist nichts weiter dazugekommen, wir auch. Naja. Und so sieht die Front aus. Passiert. Nee. Also es sind kleine Einschläge hier auch hier. Es war auch, ich muss zugeben, manchmal. Na gut, das sieht so aus. Ich muss zugeben, das war kein perfekter Face-Down-Test. Also ich würde mal sagen, wir machen noch einen. Aber das hat er jetzt gut durchgehalten. Hier ein paar bisschen was an der Seite. Hier oben. Da. Ja, da filmt man drauf. Wo ist es denn da? Muss ich. Fail. Mal gucken. Bist du filmen? Also hier, ihr seht es hier oben, ist jetzt ein bisschen was noch mit reingekommen. Aber sonst war es da eigentlich auch, das hat es ja gut durchgehalten. Ja, auch keine Pixelfehler. Machen wir jetzt den besseren Face-Down-Test. Denkst du? Also zumindest versuche ich es besser hinzukriegen. So, also nächster besserer Face-Down-Test. Scheiß Kamera. Hält wieder nicht. Also jetzt 3, 2, 1. 3, 2, 1. Der war doch mal schön. Boah, der ging schön gut dahin. Ja, wir sehen, da haben wir die Schrauben schon gelöst. Ja, die haben wir auseinandergebaut und deswegen. Ich war mal. Und jetzt drin auch Klebeband. Ja. Und so, Front aus. Mutig. Keine. Hier ein Riss. Pixelfehler. Ja. Das Teil kann reißen. Ist auch noch nicht. Also hier hat die Folie gerissen. Scheiße. Auch gut. Schlecht. Ja, also, aber sonst weiter gibt's eigentlich nichts. Also ich versuch die mal 2 plus 3. Ja, doch. Die Taste geht hier unten. Also das Teil geht noch gut. Ja. Ja, also das war's jetzt mit dem normalen Drop-Test davon. Wir werden das Teil natürlich noch demolieren. Dieses Video kommt auch noch. Ja. Oder ist schon drin? Ja, nee, ich denke, das kommt ja als erstes rein. Und ja, also unser Fazit hierfür ist, dass der schlecht durchgehalten hat eigentlich, finde ich. Weil hier diese ganzen Ecken, die sind hässlich, also ich meine, so eine schlechte Plastik kann es mir auch nicht sein, dass wenn man jetzt, ich mache das mal so hier drauf, jetzt hier. Das ist doch schon so ein hier, da ist hier, kommt hier gleich sowas Kleines noch mit dazu. Und also da passiert sehr schnell was. War ja auch nicht gerade teuer, das Teil. 5 Euro, ja. Und dass die Folie hier springen kann. Also ich meine, Leute, wenn er da schon kein Glas einbaut, was auch nicht, was springen kann zwar, dann baut wenigstens, und weil es unterdrücken, dass es springen kann, also dass es nicht springen kann, das Teil, dann baut wenigstens keine Folie ein, die in Anführungsstrichen springen kann. Also das ist wirklich doof.
Der Riss geht. Versuch's mal zu sehen. Der Riss geht von hier bis nach da. Ja, man sieht's. Aber, ja. Ja, ne, gut, also das ist wirklich dann. Da sind doch gleich Frischhaltefolie drauf gemacht. Ja, das ist wirklich das größte, der größte Nachteil. Das größte, ja, was da gekommen ist. Ja, also, unser Fazit ist. Ja. Was sag mal. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, nicht mehr. Sehr gut, nicht mehr. Gut oder schlecht? Gut. Gut, ja. Ausgezeichnet. Ja, nee, ich würde sagen, das hat. Mittelgut durchgehalten, also wir machen es mittelgut. Klingt auch so. Klingt auch doof. Naja, mittlere Stufe halt. Und ja, also so zwischen schlecht und gut. Ja, da hält es halt auch schwer. Das jetzt, wer jetzt so einen Taschenrechner braucht, der rutschfest ist, mit den kleinen Kügelchen hinten dran, die gehen zwar auch laufend ab, aber naja. Das liegt daran, dass wir die Schrauben schon weggemacht haben. Ja. Ja, wer denn so einen Teil halt braucht, das rutschfest ist und weiß, dass er nicht so viel runterhaut, der kauft so einen Teil halten, wenn es schön groß sein soll. Und ja, was auch der Vorteil wirklich riesen Pfoten hat. Das Display ist hier ein bisschen entfernt, deswegen springt das nicht, wenn man das hier jetzt so hat. Deswegen, ja. Die Solarzelle hoch? Ja. Also wie gesagt, unser Fazit ist mittlere Stufe. Und ja, dann würde ich sagen, wenn ihr davon mehr sehen wollt, guckt in unseren Kanal, liked, abonniert und so weiter. Und ja, dann tschüss und bis zum nächsten Mal.